Ui, war euer Tag so. Schön Wetter heute, ne? Euer Follow bei Twitch geht nicht. Doch, Nasra, du hast jetzt aber dessen Kitten da. Vielen Dank. Hat auch geklappt. Ich meine, davor hast du auch schon mal gemacht. Du warst bei YouTube jetzt. Und ich hab den verpasst. Ne, ne, also gerade. Gerade kam das bei uns. Ach, doch, beides geht. Jetzt weiß ich, warum wir keine Follower bekommen. Backrush. Wir verkraulen nicht immer alle. Wir können uns noch nicht heimlich folgen. Boah, die Musik erinnert mich voll an Minecraft. Hört ihr die überhaupt? Sehr leise. Ja. So. Habe ich doch schon längst alles gemacht. Ich bin doch schon 10 Jahre dabei. Jetzt, wo du sagst, ja. Ah, die ist sehr leise im Hintergrund ab und zu, die Musik. So, was haben wir? 30 Patienten brauchen wir. In der Notaufnahme und am Tag. In der Notaufnahme? Stationär? Nein. Und hier wird fleißig geputzt. Es ist gar nicht mehr schmutzig, ne? Aber überhaupt gar nicht, interessanterweise. Wir haben Blut an. Ja, hier ist ein bisschen schmutzig, da sieht man es. Ganz schwach. Blut ist an, ja. Ah, es ist ja noch keiner gestorben. Noch ist nicht schlimm. Nee, und wir haben noch keinen Krankenwagen. Guck mal, eigentlich schon einen Krankenwagen kaufen? Ich glaube nicht. Nein, wir kaufen auch noch keinen Krankenwagen. Die müssen wir erst freischalten, ne? Und genau, ab dann haben wir auch die Ereignisse hier oben. Ja, und dann will er auch OP. Und dauernd operiert werden. Töten. Ach Gott. Was ist das? Oh, das kann ich jetzt aber auch nicht erkennen. Sieht aus wie ein Pokémon. Oder ist das Schleim? Nee. Ich weiß es nicht. Bitte um Erklärung. So, komm, 30 müssen wir da auch mal hinkriegen. Ach, da liegen sie auf jeden Fall schon in den Betten rum. Ja, jetzt, wo man sie benutzen kann, wa? Nein, es ist ein Pokémon. Ist ein Pokémon. Es gibt keinen Schleimhaken, da habe ich genommen. Keine Ahnung, was das ist. Sehr gut. Also Pokémon ist persönlich an mir auch komplett vorbeigegangen. Nein, Ash, Pikachu. Ja, ich weiß, wer Pikachu ist, aber das ist irgendwie, keine Ahnung, nicht so... Ash Ketchup. Vielleicht bin ich zu alt, ich weiß nicht genau. Oh Gott. Kann man das sehen? Kann man das sehen? Im Livestream, wenn du die Icons da postest. Also das letzte kann man sehen. Die anderen habe ich jetzt nicht hingeguckt. Oh Gott. So, wir sind bei 26 von 30 Patienten, die hier so 4 kommen noch. Bis jetzt haben... Oh, 28. Wir haben noch keinen Halsspann. Ja, ich sag mal, gutes Zureden und Streicheln hilft immer, ne? Ein Auftrag für die Krankenkasse behandelt 30 Patienten pro Tag haben wir auch. Wunderbar. Noch ein Auftrag abgeschlossen. Ja, haben sie einfach drauf. Behandle wenigstens 70% der Patienten an einem Tag. Wie viel haben wir jetzt? 30. Und wir sind an Tag 6. Jetzt wird es interessant, ob wir auch ein Problem bekommen. Aber ich glaube... Oh, Tag 6 haben wir schon vorbei jetzt. Wir haben ja schon abends. 7, aber war ja ab 10. 10? Hat ab Tag 10 gesagt. Achso, ich hatte Tag 6 im Kopf. Nee, ich meine Tag 10. Ja, kann man, schreibt Kurt. Ja. Cool. Ich komme mit den Twitch-Icons irgendwie nie so klar. Mama, was ist das? Das ist ein schleimender Bär. Ein Gummibär, die sind so rot. Ist ganz normal. Muss man da was Besonderes machen? Verstehe die immer nicht. Feiert eigentlich irgendeiner von euch Halloween? Irgendwie? Macht da einer was? Nein. Bin ist ja strikt gegen.
Bei Reformationstag und so? Ja. Na, wie seht ihr das? Halloween ja oder nein? Blödsinn oder nicht? Viele sind ja der Meinung, dass Halloween in Deutschland total übertrieben ist und St. Martin ja vollkommen ausreicht. Ja, ich Licht aus und Tür abschließen, ja. Aber wir haben das Glück, wir sind so weit ab vom Schuss hier. Bei uns kommt meist keiner klingeln. Wir wollen schminken, dann streamen oder so, mal gucken. Okay. 70%. Was für Spiele macht ihr? Bam. Ein Auftrag für eine Krankenkasse. 70% aller 70% der Patienten am Tag geheilt. Ja gut, das war jetzt nicht sonderlich schwer, ne? Oh, jetzt waren jetzt aber viele Aufträge. Jetzt geht's aber ab hier. Boah, ich krieg ja Kohle. Das ist der Wahnsinn, ey. Oh, wir gehen jetzt. Auftrag abgeschlossen. Erreiche am Ende des Tages ein Ansehen von 80% in der Abteilung Notaufnahme. Ja, cool. Belohnung, der die nächsten zwei Praktikanten sind bereit übernommen zu werden. Praktikanten? So neu, oder? Ich glaube, das sind so Einsteiger. Okay. Muss mir noch was raussuchen. Ich pinkel mir immer zu schnell in mein Höschen bei gruseligen Spielen. Ja, ich hab... Streams bei Twitch, vielleicht komme ich dich mal besuchen. Aber wie hieß das Spiel noch, was ich mal rausgesucht hatte? Was du mit mir spielen willst? Nein. Er möchte unbedingt mit mir auch spielen, aber das spiele ich nicht. Robotronic, oder wie hieß das nochmal? Das mit diesem komischen Bär, dem Roboter. Das ist richtig krass, glaube ich. Ja, nur bei Twitter, selbst mal vorher. Jetzt Spiele? Let's Play ist sowas oder Spiele nur? Oder Twitch-Streams in VR. Das ist ja auch krass. Die machen ja auch alles mehr oder weniger querbeet. Ja, nur VR machen wir nicht. Nee, VR kann dann, ich nicht, der wird mir schlecht. Streamt VR, krass, okay. Mit PC oder Blaze? Machen kein YT. Ja, machen viele nicht mehr, ne? Viele hören mit YT auf und gehen komplett zu Twitch über. Scheint sich ja... Ich denke mal, es lohnt sich mehr. Ich weiß es nicht. Oculus. Ich bin gerade überlegen, die Oculus war die, wo du nicht die Kameras brauchtest, ne? Das war die Vive oder wie hieß die, glaube ich, ne? Da brauchst du irgendwie Kameras im Raum. Irgendwie sowas. Also wir persönlich haben nur die PS4 VR. Finde ich eigentlich auch schon ganz cool. Ich hatte die Oculus mal im Mediamarkt aufgesetzt. Mediamarkt Saturn aufgesetzt. Und ich fand die jetzt nicht sonderlich viel besser als die PlayStation VR-Brille, wenn ich ehrlich bin. Du hast bei beiden Sensoren, okay. Ich meine, bei irgendeiner hat sie irgendwas im Raum aufstellen müssen. Ins zwei Ecken oder so mindestens. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch. Ist schon mal so länger her, wo ich mich damit beschäftigt hatte. Ich krieg davon Kopfschmerzen. Pro Tag. Ja, mir wird schlecht davon sehr schnell. Leider. Ich fand's sehr cool, aber ich vertrag's leider absolut nicht. Sehr gut ist auch, wir sollen 40% pro Tag behandeln können und nur 30 aufnehmen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einer der anderen Aufgaben hier noch vorher lösen. Chirurgie, Medizin, Innere, Orthopädie, Kardiologie, Neurologie. Können wir uns jetzt was aussuchen? Okay, doch Probleme. Ja, ich hatte am Anfang, aber ich habe mir das damals mit Resident Evil, war das 4? 5? Resident Evil 5? 6? Resident Evil 6 war das, glaube ich sogar, ne? Boah, ich komme gar nicht mehr durch. Ich habe 2000 Euro gehabt. Bubi, haben wir auch. Ich habe sogar einen Staubsaugerroboter. 6, ja, sagt er. Also das in VR war auch richtig nice. Oder muss ich auch am Zimmer Pause machen? Das konnte ich auch nicht am Stück so durchzocken. Da habe ich zugeguckt. Ne? Auf der Leinwand habe ich geguckt, ne? Mhm. Es wird schmutzig, wo ich eben noch davon gesprochen habe. Und ich habe jetzt einen neuen Handstaubsauger, aber ich darf ihn nicht auspacken. Ich
Ich bin auch furchtbar schreckhaft, was so Horrorgedingse angeht. Und jetzt will er unbedingt mal ein Horrorspiel irgendwann mit mir spielen. Ich hab da mal drüber gesprochen. Will er unbedingt. Weil du das lustig findest. Er tut sich ja Welten auf. So, wir sollten immer noch irgendwas machen. Und zwar, wir sollten uns überlegen, was wir annehmen wollen. Ich bin da voll die Schissbuchs. Ich bin da nicht ganz so schreckhaft, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da. Ah, da kann ich gleich. Aber die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ne? Ach, die habe ich schon mal erzählt bei Scum, glaube ich. Doch, 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 doch. Die von Lore? Ach doch, die hast du schon mal erzählt, ja. Kann man aber immer noch mal erzählen. Die war nett. Pass auf, wir sollten aber erstmal ganz kurz uns überlegen, was wir hiervon machen wollen. Neurologie, Kardiologie, Orthopädie, Innere wäre auch nicht verkehrt, ne? Das ist einfach mal. Ja, die Chirurgie ist halt immer so aufwendig, ne? Ist viel. Und teuer. Innere würde mich mal interessieren. Pass auf, wir gucken einfach mal. Die Kardiologie würde ich auch gern machen. Ah, aber egal, was wir machen, wir müssen anbauen, ne? Ja, für die Innere braucht man allein ein Labor, wieder Aufenthaltsraum, den ganzen Schnickschnack plus Arztzimmer. Ja, das war immer dieses Besprechungszimmer. Das hast du doch auch bei der Chirurgie nachher. Ah, ja, gut. Nee, hier steht auch Arztzimmer, innere Medizin. Das habe ich nicht gesehen. Ich war gerade etwas verwirrt. Aber ist okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall anbauen. Und naja, wir haben 113. Ich glaube, zu Anfang hatten wir 100.000. Können wir machen. Bist du dabei? Ja, machen. So, ich komme gleich wieder. Und schon haut's ab. So viel zum Thema, bist du dabei. 30.000. Was wollen wir jetzt machen? Ist ja egal. Fina hat da keine eigene Meinung. Zack. So, wie entfernen wir die zwei Wändchen hier? Ah, VR-Stream ist bestimmt auch cool. Besonders, das machen nicht so viele, ne? Irgendwann, da wirst ja gut, ihr macht kein YT. Das wäre mal interessant gewesen. Da hast du bestimmt dementsprechend mehr Aufmerksamkeit, sag ich mal. Ach was, schreibt er. Nicht? Okay, das ist nur, ja, wir machen das ja auch im Endeffekt als Hobby, Lust und Laune, ne? Die Reichweite haben wir, sind ja auch nur klein, wenn du so willst. In dem Sinne. Ich glaube, da haben wir alle mit zu kämpfen. Wir machen das jetzt seit einem Jahr mit YT und Twitch erst seit, boah. Wann haben wir mit Twitch angefangen? Ich glaube mit Eco, das muss so ab, ich glaube März, April rum. Auch schon knapp ein halbes Jahr jetzt. Aber wir machen ja auch nur, wenn wir Zeit haben. Ja, 73 Follower ist doch schon ganz okay. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade rumdümpeln. Für irgendwas mit 30 haben wir. Obwohl, wir haben jetzt ein paar dazu bekommen. Ah, innere Medizin wollen wir machen, ne? Dann könnte ich ja direkt anschließen, pass auf. 4x4. Ach, bis zum Affiliate. Ja, cool. Also alles nur Geplänkel. 31, dank dir. Affiliates nur Geplänkel? Machen wir nur ein Ärztezimmer für Innere oder zwei? Ich weiß nicht, wie viel da aufschlägt. Dann machen wir hier im Wartebereich rein, was Schönes. Mache erstmal nur eins. Ach, das ist ja auch Hobby. Wenn du damit jetzt dein Geld verdienen willst, dann musst du das irgendwie ganz anders aufziehen. Da haben wir ja auch keinen Bock drauf, ne? Oh, da war eine große, ist egal. Ist zwar nett, wenn man dann immer so sich nett unterhält, aber noch ein bisschen. Aber so hat von. Nee, das ist. Wer das machen will, glaube ich, um Geld zu verdienen, der hat. Ich glaube, ganz schnell ein Problem, gibt auf. Ich glaube, dafür ist man einfach zu spät dran. Da hätte man vorher anfangen müssen. Die Großen sagen ja immer: Ausdauer, Ausdauer. Ich glaube,
Die Hoffnung braucht man sich gar nicht geben. Man muss ein bisschen mediengeil sein, muss das wirklich Social Media mäßig machen. Alle Menschen belästigen, die du kennst, dann kannst du da auch noch irgendwas kriegen, aber da habe ich auch keine. So. Toilette. Nee, wir wollen das auch nicht zum Beruf machen. Oh Gott, nee. Wir machen das ganz gerne. Man kann sich nett unterhalten. Es macht uns Spaß. Ja. Deswegen, ich sag das ja auch immer, deswegen, dass das ein Hobby ist. Weil ganz ehrlich, wenn das kein Hobby von uns wäre, würde man das, glaube ich, gar nicht machen. Weil, wenn du mit der Materie zu tun hast, weißt du auch, was da so hinterhängt, aber seine Arbeit. Das macht einfach keiner, der das nicht als Hobby betreibt, behaupte ich jetzt mal. Ja, und wir haben halt auch das Problem, dass wir jetzt nicht so fixiert auf ein Spiel sind. Nein. Also, die Tycoons machen wir eigentlich relativ gerne, aber dann machen wir auch nichts ewig. Ja, das Scum spielen wir jetzt relativ lange schon, ne? Aber auch, wir sind halt, dadurch, dass wir halt ja die Kinder haben, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, sind wir halt weder bereit noch, sonst was dann halt auch regelmäßig jeden Abend zu streamen, festes Streamprogramm zu haben. Das können wir gar nicht und wollen wir auch nicht. Darfst ja auch nicht in NRW, da musst du ja wieder eine Rundfunklizenz besorgen. Wir sind ja noch zu klein uninteressant für, aber wer weiß, ne? Bei Scum haben wir übrigens ein nettes Team, mit dem wir da schon mal manchmal unterwegs sind. Ja, haben wir. Leider haben wir nicht so die Zeit, das ist der einzige Nachteil, was aber manchmal ein bisschen leid tut. Aber das geht leider. Aber wenn du das auch hast, können wir uns da gerne mal zusammenschließen. Eureka, ich spiele nur schlecht. Haben wir, was ist DBD? DBD? Sorry, da muss ich jetzt ausschreiben. Discord wird es wohl nicht sein, das kann man wie auch große Augen machen. Da verstimmt auch mal aus der Reihe, wenn ein armer Zuschauer im Krankenhaus ist. Ja, das machen wir. Aber sicher, das. Dead by Daylight. Nee. Das haben wir nicht. Kommt man natürlich, wenn man mit mehreren Mann zusammen ist, drüber nachdenken. Nur wir zu haben zweit. Halt, man ist ja halt so ein bisschen unterwegs. Wir haben halt relativ wenig Leute, die Bock hatten, gewisse Spiele mit uns zu spielen und haben uns deswegen gewisse Spiele nicht angeschafft. Ich glaube, Dead by Daylight fiel nämlich da drunter, ne? Ja. Es gibt da manche Spiele, genau wie Deep Rock. Deep Rock ist auch ein cooles Spiel. Das spielt aber kein Mensch mit uns. Also, ich verstehe nicht, warum. Kannst du dir auch gerne mal angucken. Das Problem ist halt, ich bin bei so Shooter-Sachen. Oder, ja gut, Dead by Daylight ist ja kein Shooter-Sache. Ich bin da meistens so. Dass keiner mit mir spielen will. Denk dran, wir haben Noise Gate drin, ne? Ja, ich bin so schlecht bei so Spielen, deswegen will keiner spielen. Deep Rock ist ein. Ja, du. Bist ein Zwerg, Minenarbeiter-Zwerg und du läufst dann los und musst in einer Mine gegen, was sind denn das? Sind das so Insekten? Ja. Außerirdische? Also Deep Rock ist so eine Mischung aus Left 4 Dead und Minecraft so ein bisschen. Du bist ein Zwerg, hast ein Team bis zu 4 Leute, jeder Zwerg hat seine eigenen Charakterfähigkeiten und Waffen. Oder seine eigenen Waffen, Charakterfähigkeiten ist ein bisschen übertrieben. Und du musst halt bestimmte Aufträge, zum Beispiel sammel sekundär irgendwelche Pilze und primär irgendwelche Erze. Darum geht es nicht. Und dann musst du die einsammeln, währenddessen kommen in bestimmten Zeitintervallen immer Gegnerwellen, die du abwehren musst. Und sobald du alles eingesammelt hast, du hast so eine Mühle dabei, Packesel. Packesel, genau. So ein Roboter. Sobald du den beladen hast, kannst du auf den Knopf draufhauen, dann läuft ein Timer ab und du musst wieder zur Kapsel zurück, also von dem Flugzeug, womit du angekommen bist. Ja. Um wieder das Level zu schaffen. Geht halt drum, Sachen zu finden, Sachen zu sammeln und halt wieder da rauszukommen, ohne dass man großartig stirbt. Das mit dem Sterben ist manchmal auch da Gott. So ein Problemchen. Wir sind da schmerzfrei, wir schlagen auch die Folgen hoch, wo wir beide raufgehen, ist halt so. Andauernd. Manchmal ist das ja auch, ja andauernd nicht, aber oft, manchmal ist das ja auch spannend.
Am Anfang hatten wir eine 50% Erfolgsquote. Das ist manchmal, eigentlich ist das immer spannend, wenn man so kurz vor. Ja. Ja. Genau, Deep Rock Galactic. Ja. Oder auch Earthfall ist ziemlich cool. Aber, wenn du an deutschen Games Interesse hast, wo ich noch richtig Interesse dran hätte, ist das neue, wie ist das, Overkill oder wie ist das? The Walking Dead. War das Overkill? Oder? Ja, das war wie Left 4 Dead, ne? So ein bisschen, nicht... Nee. Ja, doch, ja. Das habe ich total gern gespielt. So eine Richtung Left 4 Dead, Mischung Left 4 Dead und COD Black Ops. Oder aber das sah schwer aus. Mit Zombie-Modus, da. Ja, so, ich bin wieder hier. Kann ich das nicht einfach kopieren? Das ist wahrscheinlich wieder ein extra Raum, ne? Okay. Stunden später.